So, der Raum ist schon gut gefüllt. Ich begrüße euch ganz herzlich, ist vielleicht noch ein bisschen laut, zu unserem diesjährigen Pionierlabor. Ich freue mich sehr über diese Resonanz, sowohl von euch, die ihr hier seid, als auch von denjenigen, die beitragen. Das Wetter spielt mit. Wir sind wieder hier in der Villa Toscana mit einem prallen, reichen Programm, inhaltlich mit Speis und Trank heute Abend. Also es ist alles dabei und ich freue mich sehr, dass wir einfach wieder hier zusammen sein dürfen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, aber es fühlt sich einfach gut an, mit Menschen an den Themen zu arbeiten und darauf freue ich mich mit euch zusammen. Und ich begrüße verschiedene Parteien, die hier so sind, natürlich euch als Netzwerker, die ihr und Netzwerkerinnen, die ihr hier seid, die ihr immer auch unser Netzwerk lebendig macht. Dann gibt es natürlich diejenigen, die beitragen, die Beitragenden, die uns Einblick geben in ihre Praxis, in die wir eintauchen dürfen und mit denen wir zusammen auch ein Stück weiterdenken dürfen. Das ist ja auch immer die Idee von Pionierlabor. Wir machen Pionierarbeit, aber das soll auch ein gemeinsamer Lern- und Arbeitsraum sein. Wir begrüßen natürlich die Plus-Einser, die begrüße ich immer noch mal gerne ganz besonders, weil die ja jetzt dazukommen, eure Kolleginnen, Partnerinnen, Arbeitskolleginnen, die jetzt hier so in dem ISB-Rahmen mit dabei sind und die wir direkt aufnehmen und direkt ins Du gehen, wenn das für euch passt. Also bei uns ist das in den Seminaren auch per Du und wenn das für euch passt, sind wir direkt gerne in diesem kollegialen Du. Das ist für unsere Arbeit hier schön und passend. Vielleicht sage ich noch kurz was zu dem Thema, also zu dem Thema sowieso gleich, aber zum Pionierlabor. Was soll das für uns immer wieder sein? Wir sind vor einigen Jahren einmal für den DBVC in einem ähnlichen Format, dem Deutscher Bundesverband Coaching, unterwegs gewesen, wo es um Praxiseinblick ging. Und den Teil haben wir dann übernommen und weitergeführt als Pionierlabor mit der Idee, was machen eigentlich unsere Teilnehmenden, wenn sie bei uns fertig sind, was machen sie währenddessen schon in der Praxis. Und das ist einfach eine nach wie vor tolle Bühne, Netzwerkerinnen und Netzwerker auf diese Bühne zu holen, zu sagen, was macht ihr draußen in den Projekten, wo leistet ihr auch Pionierarbeit, was können wir auch voneinander, miteinander lernen, indem wir uns diese Praxis vorstellen. Und so ist es gedacht, das heißt, wir haben wirklich wieder ein volles, pralles Programm. Die Laura, die gleich noch dazu kommt, war mit vielen und ich war mit euch in Kontakt und wir haben wieder auch zu diesem Thema lernende Systeme ein reiches Spektrum von Projekten gefunden, die wir uns heute und morgen angucken dürfen. Und was uns immer wichtig ist, ist zu sagen, das darf mit allem, was dazugehört, hier auch präsentiert werden. Mit Licht und Schatten, mit Scheitern und Weitermachen, mit euren Fragen, die ihr auch mitbringt als Projektbeitragende, wo auch wir mit der Community euch ein Stück was zurückgeben dürfen. Also das darf an beiden Stellen ertragreich sein. Und ich sage immer so salopp, gerne als werbefreie Zone. Wir sind hier unter Kollegen, wir wollen hier kein Marketing machen. Wir weder, also weder das ISB noch hier wir als Community, das ist wirklich sehr auf diesem kollegialen Lernfundament aufgesetzt. Und so soll es auch dieses Mal wieder hier vonstatten gehen. Ich sage nochmal Danke für die Projekte, die wir haben. Da wird wirklich alles dabei sein von der lernenden, selbstorganisierten Organisation, Führungskultur. Wir tauchen ein in den Maschinenbau, was ich jetzt gelernt habe. Ich bin ja viel auf der Autobahn unterwegs, habe jetzt auch wieder was gelernt, was man so alles in der Eifel produziert. Und sonst wo, oder im Hunsrück, Entschuldigung. Da muss man schon genau sein. Ja. Genau, und ich will auch nochmal Danke sagen an mein Team, an die ganzen ISB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hebt vielleicht ganz kurz die Hand. Ihr seht hinten die Kolleginnen und Kollegen, die Laura. Wann immer ihr irgendwas braucht oder noch irgendwas fehlt oder wir noch irgendwas tun können, meldet euch gerne bei den Kolleginnen. Wir werden dafür sorgen. Soweit es geht. Soweit wir das hinkriegen. So, ich will ganz kurz auch ein bisschen den Bezug herstellen zu dem Thema, was wir dieses Jahr uns ausgesucht haben. Lernende Systeme.
Ich nehme jetzt nochmal genau den Titel, Lernkultur für Individuen und Organisationen in der Praxis gestalten. Ein Zukunftsthema für OEP ist wahrscheinlich eher rhetorisch gemeint, denn wir gehen stark davon aus, dass es ein Zukunftsthema ist. Und dieses Cover habe ich in der Vorbereitung nochmal gesehen. Es ist ein Titel von letztem Jahr in der Brand 1, Schwerpunkt Bildung. Hauptsache ich kann's, warum es in der Arbeitswelt um Fähigkeiten und nicht um Abschlüsse gehen sollte. Das Thema Bildung ist mir an vielen Stellen in der letzten Zeit begegnet. Da werde ich gleich nochmal zu kommen. Und das ist natürlich ein Thema, was uns als ISB schon Jahrzehnte beschäftigt. Wir sind nächstes Jahr 40 Jahre alt. Wir werden 40-jähriges Jubiläum feiern, 84 gestartet. Und wir sind tagtäglich damit beschäftigt. Der Wolfram ist da seit vielen Jahren Lehrtrainer. Menschen in Lernprozesse zu bringen und sie möglichst so lernen zu lassen, dass sie sowohl fachliche Impulse mitnehmen, so habe ich das hier nochmal festgehalten, als auch natürlich ganz viele persönliche Entwicklungsimpulse mitnehmen. Jetzt kann man sagen, das ist Bildung, da ist vielleicht noch vieles mehr, was noch Bildung dazu ausmacht. Professionalisierung, also etwas zu seiner Profession machen oder zu ihrer Profession machen, aus einer Professionsperspektive auf das schauen, was uns ausmacht. Und jetzt, wenn man jetzt den Übertrag macht, wie funktioniert es in den Organisationen, in Systemen, dann kommen wir am Ende dann schon dabei an, dass es am Ende die Menschen sind, die lernen, die Individuen. Jetzt gibt es aber auch, zum Teil merken wir das, also erleben wir das am ISB auch, dieses Seminarlernphänomen habe ich das mal genannt. Vielleicht kennt ihr das auch aus den Wiesloch-Bausteinen. Man kommt total euphorisch am Montagmorgen in der Organisation an, ist beseelt von dem, was man gelernt hat am ISB, weiß, jetzt mache ich es so und so und so und dann werden wir da wirklich einen Griff dran kriegen und dann wird es ganz schwierig. Und es hat vermutlich damit zu tun, dass der Kontext halt nicht mit dabei war, der war nicht mit im Seminar, der Kontext hat nicht mitgelernt. Man stößt relativ schnell dann auf die Kulturgewohnheiten, die halt die gleichen sind wie am Freitagnachmittag auch. Und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und deswegen gelingt da auch nicht alles so, wie man dann mit ISB-Mindset und ISB-Tools und Modellen dann gerne arbeiten würde. Und deswegen ist einer unserer Bezüge dann eben dieser Teil von kontextbezogenem Lernen. Also da werden wir gleich nochmal zu kommen, Lernen für die Rolle, in der ich bin, Lernen im Team und für die Systemwirklichkeit. Also was kann ich im Lernkontext schon mit einbeziehen, damit mir dieser Transfer gelingt. Und da gibt es jetzt, ich mache es ja heute Morgen kurz, zwei Kernbotschaften, die ich einmal zusammengefasst habe in diesen Slogan, der von unserem Gründer, von Bernd Schmidt ist, in Zukunft gehören Lernen und Arbeiten zusammen. Also wenn wir über Organisationslernen sprechen, dann sollten wir eigentlich immer wieder uns vornehmen, Lernen nicht als eigenes Event zu inszenieren. Wir machen das ja auch, also Teilnehmende kommen aus dem Arbeitskontext zu uns 3 Tage in den Baustein und gehen dann wieder zurück. Aber wir gehen stark davon aus, dass dieses Lernen und Arbeiten noch stärker integriert werden müsste, muss. Arbeiten ist Lernen, Projektarbeit ist Lernen, Führung ist Lernen. Organisationsentwicklung ist Lernen. Und das habe ich jetzt nochmal gelesen. Der überwiegende Teil von Corporate Learning findet sozial, informell und entlang der Arbeitsprozesse statt. Also so ein Schwerpunkt, wie wir darüber nachdenken, diejenigen, die zusammen leisten, die müssten auch zusammen lernen. Und da gibt es ganz viele Beispiele heute, die wir uns angucken, wo das auch angestrebt wird, wo wir eintauchen dürfen. Also dieses Seminar Lernen verpufft an vielen Stellen und wir sollten uns immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, wie wird das, was ich gelernt habe, wirksam, wie kann ich Lernen so verstehen und arrangieren, dass dieses Transferproblem so klein und so minimal wie möglich wird. Und deswegen stark das Plädoyer für das arbeitsintegrierte Lernen. Und wenn wir das
umsetzen, dann geht auch, wir haben das mal vielleicht etwas akademisch so genannt, dieser Lernkultureffekt und der Organisationsentwicklungseffekt weit über Individuallernen hinaus, weil wir den Lernscheinwerfer auf Zusammenarbeit, auf Kooperation, auf Schieflagen im Projekt und wie kommen wir da wieder raus, richten können, direkt mit denen, die daran beteiligt sind. Also Lernen nicht als eigenes Event, sondern als zusätzliche Perspektive auf Prozesse der Zusammenarbeit, auf Kollaboration und Kooperation, auf eigentlich Leistungserbringung und Wertschöpfung und auch auf sowas wie Talentmanagement und Kompetenzen als PE-Perspektive. Viele von euch kennen die ISB-Kompetenzformel, wo das auch nochmal drin vorkommt. Also es ist eine Multiplikation, es ist ein Produkt, wie der Bernd das mal angelegt hat. Es ist keine Summe. Die Rollenkompetenz, die Kontextkompetenz, also ich muss auch was verstehen über den Rahmen, über die Organisation in ihrer Eigenart, mit einer möglichst guten Passung. Und die Idee mit diesem Produkt ist natürlich, wenn ein Faktor null ist, ist die ganze Multiplikation null. Also da kommt es auf jeden einzelnen Faktor an. Da können wir jetzt nicht tiefer reingehen, aber wenn ihr euch das interessiert, auf dem Campus gibt es ganz viel Material auch zu diesen Ideen und zu diesen Überlegungen, die wir da angestellt haben. Und dann ist es, dann ist uns im Februar, Anfang des Jahres, dies hier begegnet. Unsere Kolleginnen und Kollegen von McKinsey, Ex-Kollegen von Rudolf, haben diesen Report rausgebracht, Performance Through People, Transforming Human Capital into Competitive Advantage. Jetzt kann man ja diesen Human Capital Begriff im Deutschen nicht so richtig gut übersetzen, aber sie nutzen ihn im Englischen. Und sie haben damit nochmal ganz klar gemacht und auch hinterlegt, dass Firmen und Unternehmen, die in Humankapital und in Human Capital investieren, erfolgreicher sind. Und das führt uns zu einem Punkt, den auch der Olaf heute Nachmittag, heute Abend nochmal aufgreifen wird, nämlich Lernen, Lernkultur als strategischer Faktor. In dem Report, der ist auch frei im Internet zu finden, gibt es vier Punkte, vier Kategorien, auf die die Kollegen hinweisen. Diese Firmen, die in diese Weiterbildung, in Lernkultur investieren, sind widerstandsfähiger gegenüber Unsicherheit. Sie erzielen im Vergleich zu ihren Konkurrenten beständigere Erträge. Sie haben also eine höhere wirtschaftliche Kraft. Es hilft den Unternehmen, Talente zu binden. Und es hilft den Unternehmen als Talentmagneten, wie die das dann beschrieben haben, zu fungieren, also Talente zu finden, zu sichern, zu binden, mit einer Fluktuationsrate, die fast 5% unter der von anderen leistungsorientierten Unternehmen liegt. Es sind 1.800 Unternehmen analysiert worden, also schon auch eine Größenordnung. Und das finden wir auch unter dem Gesichtspunkt von klar, überall stattfindendem Fachkräftemangel, dann in den schönen neudeutschen Begriffen von Reskilling und Upskilling, die in diesem Projekt, in diesem Report genannt sind. Also Menschen, die in der Organisation schon sind, eben mit anderen Kompetenzen ausstatten, weil sie so am Mitarbeiterinnenmarkt gar nicht mehr verfügbar sind. Da wird es dann wirklich, also ganz konkret. Da geht es ganz konkret um die Frage, wie kommen wir eigentlich zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn wir sie nicht mehr neu am Markt finden. Und unsere Ableitung ja schon seit Jahren ist, dass es dafür, für dieses Lernen, für diese selbstgetragene Kultur des Arbeiten und Lernens im Alltag der Organisation auch Menschen mit entsprechenden Rollen braucht, mit entsprechenden Kompetenzen braucht, mit der Verantwortung für dieses Lernen eintreten zu dürfen und eintreten zu können. Lernregisseure haben wir sie genannt, Lernarchitekten. Und dazu wird auch der Olaf heute Nachmittag als Lehrtrainer hier eine Keynote halten, wo er ganz spezifisch auf diese Frage von Lernregie, Lernregisseurrollen nochmal eingeht. Also unsere Botschaft ist an der Stelle, dass es für diese strategische Lernexpertise auch Menschen braucht, die diese Verantwortungen und Rollen haben und es dann gelingt, auch arbeitsintegriert genau das zu tun, nämlich im Arbeitsvollzug diese Lernperspektive immer wieder aufzumachen.
So. Jetzt habe ich noch eine Folie. Das habe ich mal zusammengeschrieben. Das ist gar nicht neu, aber das passt total gut. Kriterien für Lernen in der Zukunft. Das ist schon relativ alt bei uns. Ich habe das nochmal gefunden und habe dann gedacht, wow, das passt super. Das passt auch total in diese Zeit. Es braucht Just-in-Time-Lösungen. Es geht immer wieder auch um die Frage von Ressourcen und die Arbeitsintegrierte wird es aufziehen, umso mehr schonen wir auch Ressourcen bzw. nutzen die Ressourcen, die in der Organisation da sind. Natürlich braucht es dafür auch Zeit, es braucht dafür Rollen und Räume, das ist klar. Arbeitsplatz nah, on the job, near the job, das sind die Begriffe. Also dann mit dem Blick systemisch in das System, in den Kontext hinein und doch personenorientiert, also nicht mit der Gießkanne, sondern gucken, wo können wir Lernräume so schaffen, dass sie, und das ist ja der letzte Punkt, zu aktuellen Praxisfragen und Herausforderungen, zum Beispiel in der Führungsrolle, und für die Bewältigung von Aufgaben Lösungen finden. Kooperativ selbstorganisiert, da werden wir verschiedene Einblicke auch heute über den Tag kriegen. Und es geht um reflexives Wissen, also dieses Know-how to know und das implizite Wissen, was ja in ganz vielen Organisationen unglaublich umfangreich da ist. Und es immer wieder die Frage ist, wie kriegen wir auch zum Beispiel im Generationendialog diese Expertise, die da ist, gehoben. Und zwar entlang der Praxisfragen, der aktuellen Herausforderungen, die halt im Alltag da sind. Also das so auf der Flughöhe unsere Überlegungen. Und uns ist es ein ganz großes Herzensthema, weil wir ein Bildungsort, eine Bildungsakademie sind, ein tagtäglicher Lernort sind der Begegnung und deswegen freuen wir uns sehr auf den Tag, auf eure Beiträge und auf das gemeinsame Weiterdenken. Soweit erstmal für die Rahmung.